Rund 9,8 Millionen Wahlberechtigte sind in Griechenland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter erwarten ein Duell zwischen den seit 2019 allein regierenden Konservativen der Nea Demokratia unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der Linkspartei Syriza mit ihrem Chef Alexis Tsipras. Laut Umfragen führen die Konservativen das Rennen mit etwa 35% an. Sie liegen damit rund 7 Prozentpunkte vor den Linken. Nach dem Zugunglück vom 28. Februar, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen, hat Mitsotakis seinen langjährigen zweistelligen Vorsprung in den Meinungsumfragen verloren. Insgesamt stehen 36 Parteien zur Wahl. Das Wahlalter wird zum ersten Mal auf 17 Jahre gesenkt. Wegen des herrschenden Wahlsystems der einfachen Verhältniswahl dürfte die Bildung einer Koalition notwendig sein, weil wohl keine der Parteien mehr als 50% der Stimmen haben wird.